Teleprompter. Kaum jemand will zugeben, dass er sie benutzt. Und kaum jemand von denen, die sie benutzen, will je wieder darauf verzichten. Wie schaffst du es bei deinen Videoaufnahmen, ohne Auslassungen oder Wiederholungen, deinen Text flüssig vorzutragen? Und was sind die Alternativen zum Teleprompter? Mein Name ist Joachim Ott, ich bin Journalist und Fotograf und hier zeige ich dir, wie dir ein Teleprompter das Leben einfacher machen kann und was mögliche Alternativen sind, wenn du mit dem Teleprompter doch nicht so einverstanden bist. An der Stelle fehlt noch ein kurzer Hinweis. Das Video enthält keine Werbung, kein Sponsoring. Alle Produkte, die ich benutze, die ich auch in Videos verwende, habe ich mir von meinem eigenen Geld selbst gekauft. Wenn sich bei deinen YouTube-Aufnahmen die erste Routine eingestellt hat, dann kann man bei den Aufnahmen schon mal ins Plaudern kommen. Es soll ja ungezwungen klingen, man möchte gut vor der Kamera rüberkommen und so versucht man sich im lockeren Erzählen. Wer sich für deine Videos interessiert, der stört sich meist nicht an kleinen Schwächen, der hört gerne auch mal länger zu und folgt dir geduldig, auch wenn du mal ein bisschen ausschweifst. Bei den meisten Videos ist es aber sicher besser, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Sonst springen erfahrungsgemäß die ersten Zuschauer nach kürzester Zeit ab und die werden nie erfahren, welche wichtigen Infos du für sie hattest. Hilft dir ein Teleprompter dabei, deine Inhalte besser rüberzubringen? Und was könntest du stattdessen tun, wenn du nicht Texte ablesen willst und keinen Teleprompter benutzen möchtest? Es gibt sicher auch begnadete Redner, die über ein 10-minütiges YouTube-Video hinweg schlüssig einen Text entwickeln können, auch spontan, ohne dass sie dabei wichtige Dinge auslassen oder sich wiederholen. Besser und einfacher ist es, eine Strategie zu entwickeln, damit wir alle Infos rüberbringen und unsere Zuschauer bei der Stange halten. Die beste Methode, auch längere Texte zu formulieren, ist profundes Wissen. Wir kennen das alle aus eigener Erfahrung. In unserem Metier, da, wo wir uns am besten auskennen, können wir Zusammenhänge anschaulich darstellen. Vielleicht auch deshalb, weil wir uns schon unser halbes Leben lang mit der Materie beschäftigt haben oder weil wir alles zu diesem Thema schon mal gefragt wurden und viele Sachen anderen Menschen erklärt haben. Im Kopf bilden sich dann ganz von alleine die Bausteine, die wir präsentieren wollen, oft schon ausformuliert, so wie wir es viele Male gemacht haben. Meist haben wir da auch gleich den roten Faden dazu im Kopf, an dem wir uns entlanghangeln wollen. Vielleicht kennen wir auch schon einige der Fragen, die uns normalerweise am Ende eines solchen Vortrags gestellt werden und können die auch gleich im Video beantworten. Aber kaum jemand wird nur Videos über sein Lieblingsthema produzieren. Irgendwann kommt man auch mal in andere Themenbereiche, in Zonen, in Randbereiche, in denen man sich nicht ganz so gut auskennt. Dann heißt es, recherchieren, Fakten sammeln und in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und dann müssen wir noch eine Methode finden, die uns beim Ausformulieren vor laufender Kamera hilft. Methode 1, der Spickzettel, gerne auch auf dem Smartphone. Da genügen oft schon Stichworte, damit wir uns an den richtigen Inhalten entlanghangeln können. Ab und zu werfen wir einen Blick auf unsere Karteikarten oder aufs Smartphone, sammeln uns und formulieren dann die nächsten Sätze. All die kleinen Pausen, wo wir wieder nachsehen müssen, was als nächstes kommt oder wo wir uns verhaspeln oder den Faden verlieren, das schneiden wir in der Nachbearbeitung einfach raus. Ebenso das, was wir bei diesem freien Vortrag vielleicht doppelt gesagt haben. Mit den richtigen Schnitten an den richtigen Stellen und ein bisschen B-Roll-Material ergibt das ein brauchbares Video. Die zweite Methode ist wesentlich mühsamer und wir kennen sie ebenfalls aus der Schule. Sie heißt auswendig lernen. Je nach Umfang der Texte kann das ganz schön viel Aufwand bedeuten, vor allem zeitlich. Aber auch hier haben wir ähnlich wie bei unseren Spickzetteln eine Struktur vorgegeben. Wir können sicherstellen, dass wir nichts Wichtiges auslassen und alles in der richtigen Reihenfolge ankommt. Dritte Methode, der Teleprompter. Die dritte und einfachste Methode ist das Ablesen des Textes, aber so, dass niemand merkt, dass wir es ablesen. Und das ermöglicht uns der Teleprompter. Wie sieht das aus? Die Technik für Teleprompter, die man für YouTube-Videos nutzen kann, ist sehr einfach. Direkt vor dem Objektiv deiner Kamera wird der Teleprompter montiert, der im Wesentlichen aus einer halbdurchlässigen Glasscheibe besteht. Und weil die Technik so einfach ist, gibt es dafür auch etliche Selbstbauanleitungen im Internet. Gute preiswerte Teleprompter gibt es bereits für 100 bis 200 Euro. Sie unterscheiden sich in der Größe, in der Stabilität, im Komfort, in der Bedienung. Manchmal ist das ein großes, massives Gestell für Kamera und Teleprompter, manchmal ist es auch sehr kompakt
Unterschiedlich ist auch die Anbringung der Kamera, die bei diesem Modell hier durch Adapterringe für das Frontgewinde des Objektivs besteht. Unterhalb des Spiegels liegen ein Tablet oder Smartphone, auf dessen Bildschirm der Text langsam und seitenverkehrt durchscrollt. Seitenverkehrt, damit er im Spiegelbild vom Teleprompter richtig erscheint. Bei den meisten Apps lassen sich Geschwindigkeit und die Textdarstellung einstellen, also auch die Schriftgröße zum Beispiel. Die Praktikabilität der verschiedenen Modelle. Der Teleprompter ist der sicherste Weg für einen flüssigen Textvortrag vor der Kamera, finde ich zumindest. Und dennoch mögen viele Videofilmer diese einfache Lesehilfe nicht. Das Gegenargument lautet oft, dass man schnell merken würde, wenn jemand Texte abliest. Dann sei der Blick oft starr auf den Text gerichtet, der Vortrag ist unflexibel und manchmal wirkt das Ganze etwas hölzern, weil man eben dauernd auf diesen Monitor schielt. Dass es auch besser geht, erleben wir aber ständig im Fernsehen und nicht nur in den Nachrichtensendungen, weil dort sind solche Geräte ständig im Einsatz. In der Praxis ist diese Methode ungeheuer effektiv und zuverlässig und die aufgeführten Schwächen lassen sich durch einfaches Üben ziemlich schnell aus der Welt schaffen. Zum Beispiel auch dadurch, dass man die Auflockerungen gleich in den Text einbaut. Es gibt routinierte YouTuber, die alles, aber auch wirklich alles vom Augenverdrehen über das Räuspern bis hin zu einfachen Lachen in das Skript schreiben. Und kein Zuschauer wird das merken, weil sie eben viel Routine damit haben. Oder man hat einfach gelernt, sich vor der Kamera und vor dem Teleprompter zu entspannen und selbstbewusst zu bewegen. Dann kann man seinen Text ablesen, vielleicht auch mal ein Stück frei formulieren oder improvisieren mit Dingen, die einem gerade dazu noch einfallen. Das ist nicht ganz ohne Risiko, aber hey, was kann schon passieren, außer dass man eine Passage wiederholt oder was rausschneidet. Die Schwächen der Methode Teleprompter. Dann sind es nicht so sehr textliche Sachen, sondern das Drumherum. Dass man zum Beispiel immer mal wieder eine Grimasse schneidet, was mir sehr oft passiert, oder nicht direkt in die Kamera schaut. Dass man zu viel gestikuliert oder zu gleichförmig gestikuliert. Manchmal ist man zu unruhig vor der Kamera und manchmal wirkt man im Gegenteil wie versteinert, weil man sich auf den Text und auf das Bild konzentrieren muss. Die Alternativen zum Teleprompter. Ich habe nach meinen ersten Videos ziemlich schnell gelernt, dass nicht der Text mein Problem ist, sondern der freie Vortrag, das Erzählen vor der Kamera. Vielleicht geht es anderen ja ähnlich. Mein erster Lösungsweg war das sogenannte Voice-Over. Und das ist vielleicht auch eine gute Lösung für all diejenigen, die möglichst gar nicht in die Kamera sprechen wollen. Mit der Voice-Over-Technik, also der nachträglichen Vertonung von Aufnahmen, ohne dass man einen Sprecher sieht, kann man den Text einfach in der Nachbearbeitung einfügen. Das geht bei einigen Themen recht gut. Bei anderen Themen erkennt man recht schnell, dass ein handelnder Mensch im Bild, der etwas vormacht und erklärt, sehr vorteilhaft wäre. Und auf Dauer ist es wohl generell so, dass die meisten Zuschauer lieber einen Menschen im Bild sehen, der ihnen die Welt erklärt, als nur eine Stimme aus dem Off zu hören. Auch die anderen Methoden von Spickzetteln übers Auswendiglernen bis hin zum Improvisieren habe ich alle mal ausprobiert. Und alles funktioniert mehr oder weniger, aber es ist alles sehr zeitaufwendig. Es muss vieles in der Nachbearbeitung korrigiert werden und der Spaß am Videofilmen wird zumindest bei mir dadurch etwas beeinträchtigt. Die Handhabung des Teleprompters. Meine erste Anschaffung war dann ein preiswerter Teleprompter fürs iPad, weil ich dachte, ein größerer Bildschirm zum Ablesen der Texte ist einfach besser. Und das bedeutet aber auch, dass Kamera und Teleprompter schwerer und wuchtiger sind. Man braucht ein stabileres Stativ und einen massiveren Videoneiger, also nicht so einen kleinen Kugelkopf, wie ich ihn jetzt an einem kleinen Stativ benutze. Da ich in meinem Arbeitszimmer hier nicht ganz so viel Platz habe, waren Auf- und Abbau von dieser großen Geschichte immer sehr umständlich und die Handhabung war sehr sperrig. Und so verschwand der Teleprompter auch bei mir für eine Zeit lang wieder in der Schublade. Richtig Spaß hat mir die Arbeit mit einem Teleprompter dann erst wieder mit kleinerer Ausrüstung gemacht. Eine kompakte Kamera, ein kleineres Stativ und ein Teleprompter für das Smartphone, also ungefähr die Größe. Das ist heute die Lösung, die ich nicht mehr missen möchte. Ich bin sicher weit von einer perfekten Moderation entfernt in meinen Videos, aber das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis erscheint mir jetzt durchaus lohnend. Und das betrifft auch die finanzielle Seite dieser Lösung. Teleprompter, den ich benutze von Podcaster Parrot, ist relativ preiswert.
Mein Rat lautet, für die eigene Rolle vor der Kamera einen Teleprompter einmal auszuprobieren und nicht gleich aufzugeben, wenn man mit seinem Erscheinungsbild und seinem Vortrag nach der ersten Aufnahme nicht gleich hundertprozentig zufrieden ist. Wie bei fast allen anderen Themen gilt auch hier, üben hilft. Und wer öfters mal andere Menschen vor die Kamera holt, der wird auf die Dauer wahrscheinlich ebenfalls gute Rückmeldungen für den Einsatz dieses Helfers bekommen. Natürlich ist das Ablesen in jedem Fall gewöhnungsbedürftig, erst recht für Leute, die nicht so oft mit Videos zu tun haben. Aber alles in allem werden die meisten Menschen mit dieser Methode weniger Misserfolgserlebnisse haben und dadurch auch sicher mehr Spaß an den Videos. Mich würde interessieren, wie eure Erfahrungen mit dem Sprechen vor der Kamera sind, welche Hilfsmittel ihr nutzt und ob es vielleicht noch ganz andere Tipps gibt, die ihr als hilfreich anseht. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann schaut euch doch auch meine anderen Videos mal an. Und wenn ihr der Meinung seid, dass das auf Dauer für euch interessant sein könnte, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank, bis dahin,